Tag der Organspende. Warum Widerspruchslösung ein No-Go ist. Heute am 2. Juni 2018 fand in Saarbrücken der Tag der Organspende statt. Unter dem Motto richtig, wichtig, lebenswichtig. Laut einem Bericht des Deutschen Ärzteblatts vom 10. Mai 2018 sinken die Organspendezahlen seit Jahren kontinuierlich. Dies ist der Hauptgrund, warum in Deutschland unter anderem die Bundesärztekammer einen Kurswechsel in der Organspende fordert. Bislang gilt hier in Deutschland und in der Schweiz für die Organspende die Zustimmungslösung. Das bedeutet, wer zu Lebzeiten einer Organspende ausdrücklich zugestimmt hat, dem dürfen Organe im Fall eines Hirntods entnommen werden. Doch anstelle der Zustimmungslösung soll nun die sogenannte Widerspruchslösung eingeführt werden. Danach soll jeder hirntote Patient als Organspender behandelt werden dürfen, außer er hat sich zu Lebzeiten ausdrücklich gegen eine Organspende ausgesprochen. Dieser Kurswechsel würde automatisch zu mehr Organspendern führen und wird in der Schweiz von Swiss Transplant, der Nationalen Stiftung für Organspende und Transplantation, gefordert. Verschiedene Schweizer Ärzte nahmen daraufhin mittels Leserbrief in der Schweizerischen Ärztezeitung vom 28. Februar Stellung. Klagemauer TV kann aufgrund der Länge nur Ausschnitte aus den Leserbriefen veröffentlichen. Dr. Alex Frey aus Winterthur schreibt: Bevor wir über die Widerspruchslösung diskutieren, sollten wir meines Erachtens zuerst nochmals grundsätzlich die Legitimation der Transplantationsmedizin beurteilen, denn neueste wissenschaftliche Arbeiten kommen zum naheliegenden Schluss, dass beim Tod des Menschen seine Person und sein Körper stirbt. Das hat weitreichende Konsequenzen für die Transplantationsmedizin, weil somit hirntote Menschen, bei denen ja nur das Hirn, aber nicht der übrige Körper tot ist, nicht mehr tote, sondern sterbende Menschen sind. Ob bei sterbenden Menschen Organe entnommen werden sollten, muss neu beurteilt werden. Dr. Alexander Erlach aus Winterthur schreibt: Eine Aufweichung der momentan gesetzlich geltenden Regelung der expliziten Zustimmung gilt es meiner Meinung nach mit allen Mitteln zu verhindern. Und dies, solange wichtige Fragen rund um den Zeitpunkt des Todeseintritts einerseits und den Folgen einer Transplantation andererseits nicht restlos geklärt sind. Das gilt sowohl für den Sterbenden wie für den Empfänger. Organisationen wie Swiss Transplant, welche die Organtransplantation propagieren, geben sich so, wie wenn alle Fragen wissenschaftlich längst klar wären, was ich sehr bezweifle. Weder wissen wir wirklich, was wir einem Sterbenden antun, wenn wir den natürlichen Sterbeprozess durch die Explantation massiv stören, noch können wir abschätzen, inwieweit der Sterbende durch das Überleben einzelner Organe im Körper des Empfängers daran gehindert wird, in seinem Sterbeprozess weiterzugehen in Richtung geistige Welt. Dr. Urs Emmy Secker aus Winterthur schreibt: Die Menschen und potenziellen Organspender werden im Fall der Widerspruchslösung also nicht mehr gefragt, ob sie damit einverstanden sind, und ebenso die Angehörigen nicht mehr. Hirntote Menschen sind, darüber herrscht wohl Einigkeit, sterbende Menschen. Die Organspender versterben letztlich, und dies im wahrsten Sinne des Wortes unwiderruflich, an der Organentnahme. Sehr geehrte Damen und Herren, bis heute sind viele Fragen zum Hirntod und zur Organspende ungeklärt. Dennoch wird eine öffentliche Diskussion vermieden und kritische Stimmen werden von Lobbyorganisationen und Ärzten verschwiegen. Doch wäre eine öffentliche, breite und transparente Diskussion über eine mögliche Widerspruchslösung mehr als angebracht. Zum Schluss ein Zitat der Schweizer Ärztin Dr. Hedi Meyer-Hans aus Masselstrangen. Sie nimmt wie folgt Stellung, warum die Widerspruchslösung für sie ein No-Go ist. Der freie Wille eines Menschen in einer so wichtigen Angelegenheit wird nicht mehr respektiert. Wir haben das Recht, uns zu einer Angelegenheit nicht zu äußern, von der wir zu wenig wissen oder die uns nicht behagt. Wir haben ein Recht auf unseren Körper, der gehört uns ganz privat. Eine Organtransplantation darf nur erfolgen,
wenn Spender und Empfänger explizit einverstanden sind. Gemäß der Kampagne von Swiss Transplant wird durch eine Organspende das Leben eines Menschen gerettet, das des Organempfängers. Wie sieht dies aber aus der Sicht des Organspenders aus? Swiss Transplant schreibt in seiner Broschüre zur Organspende, dass der Organspender bereits tot ist. Diese Behauptung ist falsch und irreführend. Ein Organspender ist nicht tot, er ist hirntot. Das bedeutet, dass das Gehirn durch eine Sauerstoffunterversorgung teilweise nicht mehr funktionsfähig ist. Gewisse Funktionen können nicht mehr aufrechterhalten werden. Das betrifft zum Beispiel die Regulation der Atmung, des Herzschlages und das Bewusstsein nach außen. Ein hirntoter Mensch wird bis zur Organtransplantation wie ein normaler Koma-Patient behandelt. Er wird ernährt, gewaschen und gepflegt. Sogar Wunden können noch ausheilen. Weibliche schwangere Gehirntote lassen in ihren Körpern ein Embryo weiterwachsen. Der Embryo reift bis zu seiner Geburt im Körper. Dies zeigt, hirntote Menschen sind nicht tot. Vielmehr werden sie von der Transplantationsmedizin fälschlicherweise als tot bezeichnet. Der Nobelpreisträger Hans Jonas warnte schon 1974 davor, das Hirntodkriterium in den Dienst der Organbeschaffung zu stellen. Der Therapieabbruch bei hirntoten Menschen sei nur dann gerechtfertigt, wenn er dem Interesse des Patienten selbst diene, aber nicht für gemeinnützige Zwecke. Das Argument des Organmangels darf keine Rechtfertigung dafür sein, dass Organe aus sterbenden Patienten entnommen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir verabschieden uns mit dem Zitat einer Mutter, die ihren Sohn zur Organspende freigab, ohne allumfassende Aufklärung. Wir befinden uns durch die Transplantationsmedizin im modernen Kannibalismus. Der Mensch reißt seinem Gegenüber nicht mehr sein Herz aus der Brust und verspeist es zur eigenen Kraftgewinnung. Nein, in der heutigen Zeit legt sich der Mensch auf einen Operationstisch, schließt die Augen und lässt einverleiben. Ich gab den Kampf um meinen Sohn auf, weil der Arzt sagte, Christian sei tot. Bitte sehen Sie sich auch unsere nachfolgende Sendung Schutz vor ungewollter Organtransplantation an. Sie geht auf die Frage vieler Zuschauer ein, wie man sich vor solchen Eingriffen schützen kann. Guten Abend. Herzlich willkommen auf Medienklagemauer TV. Heute geht es um den Schutz vor ungewollter Organtransplantation. Aufgrund verschiedenster Anfragen seitens unserer Zuschauer, wie man sich am effektivsten vor einer ungewollten Organentnahme schützen kann, konsultierten wir eine Schweizer Ärztin. Hier ihre Empfehlung. Private zentrale Datenbanken im Internet bieten keinen effektiven Schutz, weil in Deutschland und der Schweiz Ärzte und Krankenhäuser nicht verpflichtet sind, dort nachzufragen und es auch nicht tun. Es gibt in diesen Ländern bisher keine zentrale staatliche Datenbank, bei der man sich für dieses Anliegen registrieren lassen kann. Trägt man jedoch einen Organspendeausweis bei sich mit dem Kreuz auf Nein, wird dieser in jedem Fall vom Rettungsdienst gesehen, weil er immer die Personalpapiere des Patienten anschaut. Aus diesem Ausweis geht eindeutig hervor, dass der Patient seine Organe nicht spenden möchte und bietet aktuell den besten Schutz. Die Ausweise sind in Deutschland zu beziehen bei www.organspendeausweis, in der Schweiz bei www.swisstransplant. In Österreich gibt es ein Widerspruchsregister und alle Krankenhäuser sind gesetzlich verpflichtet, vor einer Organentnahme einer hirntoten Person abzufragen, ob einer Organentnahme widersprochen wurde. Dies bietet in Österreich den höchsten Schutz. Weitere Informationen und Formulare finden Sie auf der Webseite von Help GV Österreich. Ich schließe mit einem Zitat von Erich Kästner. Was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Wir wünschen Ihnen viel Weisheit und Erfolg bei allen Entscheidungen, die Sie zu dieser Thematik treffen. Ihnen einen schönen Abend.